Heute treffe ich Philipp Amthor im Deutschen Bundestag, um ihm 50 Fragen zu stellen. Hallo Philipp. Moin Lara. Wunderschöner Blick hier auf den Reichstag. Ja, absolut. Ein besonderer Ort. Philipp, wie ist die Lage? Ja, also wir haben heute natürlich wunderbares Wetter, wissen aber gleichzeitig, Politik ist natürlich nicht immer nur eine Schönwetterveranstaltung und Wahlkampf erst recht nicht. Umso mehr gilt es jetzt aber zu kämpfen und das machen wir auch dieser Tage. Philipp, was gefällt dir am besten an deinem Job als Politiker? Also das Beste eigentlich an der Aufgabe in der Politik ist die Wandelbarkeit. Also zwischen dem Regierungsviertel hier in Berlin, den großen Reden im Parlament, aber den vielen Gesprächen vor Ort, Wahlkreisbesuche, Unternehmen bei den Leuten sein, viel unterwegs zu sein, das macht mir Spaß. Was wärst du geworden, wenn du nicht Politiker geworden wärst? Naja, ich sage ja immer, Politik kann man als Beruf auch nicht lernen. Deswegen bin ich ja froh, dass ich Jurist bin. Ich kann es auch nicht so ganz hinter dem Berg halten. Wem würdest du gerne mal deine Meinung sagen? Ach, da würde ich ehrlicherweise am liebsten mit denen reden, die immer viel zu kritisieren haben, aber uns nicht zuhören wollen. Das sind diese ganzen Leute von Querdenken bis Pegida und Co. Die haben immer viel Kritik. Zuhören tun sie nicht, für Argumente sind sie oft nicht offen und das ist nicht gut für unsere Demokratie. Philipp, Sachthemen oder Schabernack? Beides gehört zusammen, Sachthemen und Schabernack, das ist für mich ja die berühmte Kombi. Und ich glaube, Politik muss man immer auch mit einem kleinen Augenzwinkern machen können. Was zerstörst du am liebsten? Ach, also da gehört natürlich politisch auf jeden Fall die AfD dazu, das ist ja ganz klar. Und ansonsten kann ich mit dem Begriff ganz gut leben. Hey Rezo, du alter Zerstörer, wer hat's denn vergessen? Ich hab's noch gut vor Augen. Trash-TV oder Bildungsfernsehen? Da gehört beides zusammen, zugegebenermaßen. Ich trete dann doch lieber im Bildungsfernsehen auf. Aber für die hinreichende Street-Credibility gehört natürlich auch ein bisschen dazu, das ein oder andere aus dem Trash-TV zu verfolgen. Und da hilft dann so der morgendliche Blick in die Boulevardpresse. Da schaue ich auch mal, was im Trash-TV so abgeht. Was machst du in deiner Freizeit? Die ist natürlich spärlich gesät, deswegen freue ich mich umso mehr, die mit Familie und Freunden zu verbringen und natürlich vor allem, sie im ländlichen Raum zu verbringen. Und ist ja auch bekannt, eine meiner großen Passionen ist ja auch die Jagd. Bier oder Wein? Gehört auch beides dazu. Ich muss natürlich sagen, gerade in Wahlkampfzeiten, ich bin ja echt Fan von Bier und Bratwurst. Das kommt nicht zu knapp im Wahlkampf und für mich als Jung aus dem ländlichen Raum ist das auch eine richtig gute Sache. Mit wem würdest du denn gerne mal ein Bier trinken gehen? Ach, also da gibt es auch so manche. Vor allem habe ich immer so gedacht bei der Frage, mit wem würde man gerne mal ein Bier trinken? Vor allem viele, die man nicht mehr so erleben konnte. Also ich bin ja großer Geschichtsfan, deswegen der Blick zurück ist eigentlich mal ganz interessant. Da würde ich manchen gern kennenlernen. Aber auch ansonsten bin ich ein offener Typ und im Wahlkampf trinkt man ja mit vielen Bier. Das ist auch gut so. Wann warst du das letzte Mal betrunken? Na gut, wir verraten jetzt nicht alle Geheimnisse, würde ich sagen, aber auch da gehört dazu Sachthemen und Schabernack, habe ich ja schon gesagt, das ist eine gute Kombination. Womit isst du deine Pizza am liebsten? Ach, da bin ich gar nicht mal so ein Experimentetyp. Ich bin schon ein Fan von Salami und ein bisschen Schinken und ansonsten muss es jetzt nicht die Veggie-Pizza sein. Was ist generell dein Lieblingsessen? Ja, also am liebsten esse ich natürlich irgendwie was Rustikales, Schnitzel und Spargel und natürlich sehr gerne Wildfleisch. Gerade als Jäger denkt man natürlich immer auch an die Lebensmittel. Und was ist deine Lieblings-App? Ja, meine Lieblings-App ist natürlich Instagram. Das, glaube ich, merkt man ja auch und das schätze ich schon sehr. Wofür geht am meisten Akku drauf? Ja, das ist dann doch leider eher WhatsApp, muss ich sagen. Ich bin ein fürchterlich schlechter WhatsApper. Ich telefoniere viel lieber und habe manchmal den Nachrichten-Account da so voll. Das ist das, was am meisten dann über den Tag fordert. Worauf bist du am meisten stolz? Naja, ich finde, Stolz und Eitelkeit sollten jetzt nicht unbedingt die Dinge für einen Politiker zuallererst sein, aber ich bin jedenfalls sehr dankbar, mit so einem tollen Ergebnis für meinen Wahlkreis gewählt worden zu sein. Und das ist jedes Mal hier im Regierungsviertel an diesem besonderen Ort irgendwie auch etwas, was mir viel bedeutet, wo man stolz drauf sein kann, hier eben gewählt zu sein im Deutschen Bundestag. Post direkt aufmachen oder sammeln?
Ja, da habe ich ja Gott sei Dank mein Büro, das mir da fleißig hilft. Da stapeln sich dann die großen Postmappen, die ich versuche aber auch immer schnell abzuarbeiten. Und ich bin dann doch eher ein Fan von dem alten Satz, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, konservativ irgendwie. Wann und worüber hast du das letzte Mal herzhaft gedacht? Ja, also ich gehöre zum Glück zu den Abgeordneten, die nicht nur irgendwie einmal am Tag lachen, sondern gute Laune ist in der Politik immer gut. Und ich kann vor allem auch über mich selbst lachen. Da gibt es das ein oder andere Meme, das mich dann auch mal zum Schmunzeln bringt. Und gerade dieser Tage habe ich so für den Wahl-Countdown, ohne Werbung zu machen, aber lustig finde ich ihn, den Fabian Köster Meme-Kalender. Das ist immer auch ein guter Start in den Tag. Was für Musik hörst du gerne? Ja, das ist jetzt wieder so eine Klischee-Antwort. Ich höre natürlich lieber Klassik als Deutschrap, bin aber wie an so vielen Stellen natürlich ein toleranter Konservativer und deswegen auch offen für andere Musikgeschmäcker. Wenn du ein DJ wärst, was wäre dein Name? Ich weiß nicht, DJ Schabernack, DJ Sachthemen, was da mehr abgeht irgendwie. Das wäre doch wahrscheinlich naheliegend. Warum sollten wir alle wählen gehen? Ja, das ist für mich eine Grund-DNA, eine Überzeugung, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin, zu sagen, wenn man sich selbst nicht engagiert, dann wird man auch nicht wahrgenommen. Dann entscheiden andere. Und deswegen kann ich sagen, gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass wir das Feld nicht den Vereinfachern von rechts und links überlassen, sondern selbst eben auch klare Kante zeigen, uns einbringen. Und da kann ich jeden nur aufrufen, selbst wenn man, was ich mir nicht erklären kann, aber kein Fan der CDU sein sollte, zur Wahl gehen, das ist wichtig, mitgestalten und sich einbringen. Und wie war das strangeste Interview, das du je gemacht hast? Oh, da gab es einige. Ich würde aber jedenfalls sagen, eines von denen, das sehr breit rezipiert wurde, war in dem Format Dislike, als ich so ein paar Kommentare vorgelesen und eingeordnet habe. Das fand ich aber auch ganz lustig, weil manches Mal ist es ja auch gut, wenn man da manchen Kommentator, der sich selbst sehr ernst nimmt, dann vielleicht nicht so ernst nimmt. Wie lautet der Name einer lustigen WhatsApp-Gruppe, in der du bist? Oh, da gibt's auch einige. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Da sind mehrere MdBs vertreten, gerade einige Ostdeutsche, weil wir sind natürlich so als Kinder aus Ostdeutschland, kennt man Würstchen-Gulasch noch aus der Kantine, irgendwie aus dem Kindergarten ist man ein Riesenfan. Das gibt's auch bei uns hier manchmal in der Kantine. Und dann ist mal diese Gruppe entstanden, da waren wir sozusagen Kulturbotschafter für den Würstchen-Gulasch, weil auch einige Kollegen aus Westdeutschland dabei sind. Der Name ist doch ganz lustig. Dein Tag bisher in einem Hashtag? Ah, Hashtag Sachthemen natürlich. Das ist ja universell, denn Sachthemen können auch mit Schabernack kombiniert werden. Und jetzt geht es natürlich darum, das auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu vermitteln, aber auch noch heute hart in den Debatten zu streiten, weil wir auch noch Fraktionssitzungen haben und Sondersitzungen des Bundestages, die kurz bevorsteht. Philipp, kannst du mir dein Büro zeigen? Aber absolut. Lass uns einen kleinen Blick werfen. Welches Karnevalkostüm würdest du niemals anziehen? Oh, da fallen mir gleich einige ein. Als Norddeutscher bin ich natürlich sowieso nicht so der Karnevalsexperte und entfalte da auch nicht so die große Passion. Da ist es bekannt, dass Markus Söder und Armin Laschet da auf jeden Fall mehr Talent haben. Gendern, ja oder nein? Naja, also ich muss schon sagen, ich persönlich habe insoweit eine skeptische Haltung, als sich bei vielen, die gendern, damit auch eine ideologische Politik verbindet, die ich ablehne. Sprachfreiheit ist ein hoher Wert und deswegen würde ich sagen, jeder wie er möchte, aber staatliches Gendern vorschreiben, das geht gar nicht. Ich habe gehört, du bist ein Gamer. Naja, so ein kleines bisschen jedenfalls. Ich habe früher in der Jugend durchaus auch mal gezockt, aber jetzt dieser Tage habe ich mich ja wieder in der Gaming-Szene ein bisschen mit Tilman Kuban rumgeschlagen. Wir waren ja live auf Twitch. Was habt ihr hier gemacht? Ja, in der Tat, da haben wir mit der Community dann mal ein bisschen den Austausch gesucht. Man sieht an meiner Geste, dass es für mich etwas besser lief als für Tilman. Das hat echt Spaß gemacht, aber gegen die ganzen Gamer, die da online mit uns gespielt haben, konnten wir nur so halb punkten. Was ist deine liebste Süßigkeit? Oh, auch da gibt's einiges. Ich schätze sehr auch mal dunkle Schokolade, Ferrero Rocher, ohne Werbung zu machen. Aber ich achte schon auch immer drauf, dass ich am Ende des Tages auch noch aufs Wahlplakat passe. So, Lara, herzlich willkommen hier bei mir im Büro. Komm gern rein. Hi, Sandro. Hallo, Philipp. Alles im Griff? Gut, dass du reinkommst. Eine richtige Bürgeranfrage, zumindest eine sympathische auf jeden Fall. Ja. Was ist dein Lieblingscharakter bei Star Wars? Oh, die ganz wichtigen Inhalte. Genau.
Ich finde, du solltest antworten, der Lieblingscharakter ist ein Stück weit Chewbacca. Du weißt, der Wookie, wenn der sich immer so aufregt, das erinnert mich daran, wenn Anton Hofreiter wieder die Eigenheime verbieten will. Aber den Chewbacca-Witz kannst du gerne mitschicken, aber ansonsten bin ich ja auch bekanntermaßen Fan vom Meister Yoda und vom Imperator. Aber sympathisch, dass das Star Wars-Fans sind, die uns schreiben. Ansonsten eine Kleinigkeit noch, du weißt, das müsste bitte noch mit in den Wahlkreis. Ja, kümmere ich mich. Philipp, was ist das? Ja, das ist ein besonderes Geschenk, das mir die Schülerunion Reinickendorf mal mitgebracht hat. Echte Amtor-Ultras. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein bisschen das Wahlkreisbüro umzugestalten. Da finde ich, kann das auch mal aufgehängt werden. Und ich habe es ja schon gesagt, ich kann auch über das eine oder andere Meme über mich lachen. Das gehört in der Politik ja auch dazu. Was ist dein Lieblings-Emoji? Ja, mein Lieblings-Emoji ist natürlich der so-called Amtor-Emoji, der mit der Brille. Ihr wisst schon, ich finde den ganz okay. Warum CDU wählen? Wir müssen CDU wählen, damit sich unser Land nicht aufmacht in eine linke Republik. Wer jetzt Stabilität und Verlässlichkeit will, der muss die CDU wählen. Nachos oder Popcorn? Ja, da bin ich durchaus eher Team Popcorn, aber auch für Nachos zu haben. Wobei mir dabei einfällt, dass ich ehrlicherweise viel zu lange nicht im Kino war. Das muss irgendwann mal wieder nachgeholt werden. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, mein Lieblingsfilm, da ist Star Wars schon ganz weit vorne, aber ich glaube, die noch größere Passion habe ich für James Bond. Welches Buch hast du am häufigsten in der Hand? Oh, das ist eine gute Überleitung, um mal den Blick ins Büro zu werfen. Am häufigsten in der Hand habe ich natürlich das Grundgesetz. Nicht nur, weil ich Jurist bin, sondern auch, weil ich in der Bundestagsfraktion ja zuständig bin fürs Verfassungsrecht. Da ist mir das Grundgesetz natürlich besonders wichtig und für mich steter Begleiter in der Arbeit. In der Stadt oder auf dem Land wohnen? Ja, ganz klar, da bin ich Team ländlicher Raum. Mecklenburg-Vorpommern ist sowieso immer schon lebenswert gewesen, aber gerade auch in der Corona-Pandemie, glaube ich, haben viele gesehen, dass es zwar Vorteile hat, in der Stadt zu arbeiten, aber dass es umso schöner ist, auf dem Land zu leben. Also Mecklenburg-Vorpommern voran. Was muss man in deinem Wahlkreis unbedingt gesehen haben? Natürlich unsere großen touristischen Zentren, die Ostsee, die Insel Usedom, die Mecklenburgische Seenplatte. Aber nicht nur die bekannten touristischen Hotspots, sondern auch die kleineren Orte, zum Beispiel mein wunderschöner Heimatort, das schöne Seebad Ueckermünde, kann ich jedem empfehlen. Was wolltest du schon immer mal lernen? Oh, da gibt's einiges. Ich würde vor allem, das muss ich schon sagen, das ein oder andere mehr über Landwirtschaft noch verstehen. Das liegt mir ja sehr am Herzen. Schon mancher Instagram-Freund hat ja geschrieben, es gibt ja kaum einen Hof, den du bisher noch nicht besucht hast in deinem Wahlkreis. Das stimmt ein Stück, weil ich aber auch ein Rieseninteresse an Landwirtschaft habe. Philipp, erklär doch mal den Begriff Staatsrecht. Oh, das ist super. Das ist für mich ja ein echtes Leib- und Magenthema. Und wie es sich für meine Erklärvideos gehört, bin ich dann natürlich bestens vorbereitet. Starten wir mal. Und Lara, was soll ich sagen? Das Schaubild ist so wie die allermeisten der Schaubilder in meinen Erklärvideos. Man kann es kaum lesen, aber es kommt von Herzen. Und naja, immerhin, das ist das Staatsrecht, das Völkerrecht überlasse ich lieber der Annalena Baerbock. Philipp, was hat es hiermit auf sich? Oh ja, das ist hier auch ein ganz besonderes Accessoire in meinem Büro. Ich bin sehr stolz, ich habe 2017 den Kochwettbewerb der Bundestagskandidaten gewonnen, den ersten Platz belegt und jetzt sagt sich natürlich mancher, ach der Amtor, der macht nicht den Eindruck, als sei er jetzt ein überragender Koch. Ja, das stimmt, dazu komme ich auch viel zu selten, aber weniger mit Kocherfahrung, aber mehr in der Funktion als Schwiegermutters Liebling, konnte ich reüssieren, weil mir die Damen des Dorfes ganz viele Tipps gegeben haben, sodass damals die Speckbohnen mit Butter super geraten sind, zusammen mit dem Steak. Da habe ich mich sehr gefreut, diesen Kochwettbewerb zu gewinnen. Wie ist es denn dieses Jahr für dich gelaufen? Ja, das ist das aktuelle Bild und mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Aber mancher aus der Jury hat gesagt, die Bratkartoffeln hätten eher die Farbe meiner Partei und seien etwas schwarz geworden. Na gut, beim Kochduell konnte ich diesmal nicht gewinnen, aber umso engagierter und kräftiger kämpfe ich natürlich dafür, das Direktmandat wieder zu gewinnen. Und dafür habe ich da einiges getan, weil super Bürgergespräche waren. Welche Sportart machst du gerne? Oh, auch da gibt es einiges. Ich habe es ja vorher gesagt, als Politiker muss man sehen, dass man auch noch aufs Wahlplakat passt. Und deswegen, da gehört Joggen dazu, da gehört Kraftsport dazu, aber alles nicht so regelmäßig, wie ich es eigentlich gern täte. Sammelst du etwas?
Ja, auch da hatte ich als Jugendlicher, wie so viele, durchaus eine kleine Sammelleidenschaft und habe diese Panini-Sticker gesammelt für die Fußball-EM, für die Fußball-WM. Das fand ich eigentlich immer ganz spannend. Heute ist es nicht mehr so riesig mit den Sammelleidenschaften, aber ich kann immerhin sagen, ich habe durchaus eine kleine beträchtliche Sammlung an Krawatten und Manschettenknöpfen. Das ist ja auch nicht schädlich für Bundestagsabgeordnete. Bist du gläubig? Ja, das bin ich. Das C spielt für mich eine große Rolle, nicht nur in unserer Politik, sondern auch persönlich. Das Kreuz am Arbeitsplatz, die Sternensinger, die sozusagen hier zumindest metaphorisch auch vorbeikommen. Mir persönlich ist der Glauben wichtig. Ich komme ja selbst aus einer Region, wo der Katholizismus nicht so verbreitet ist. Ich habe erst spät als Erwachsener dazu gefunden, schätze es aber umso mehr. Also mir persönlich gibt der Glaube viel Kraft und Halt, auch in stürmischen Zeiten. Hast du ein geheimes Talent? Naja, mit den geheimen Talenten ist es so eine Sache, man sollte sich auch nicht zu sehr rühmen, aber eine Competition, die würde ich hier immer eingehen in der Fraktion, nämlich Geschichtszahlen abzufragen. Da habe ich durchaus immer leid geprüft, durch hohe Anforderungen in der Schule durchaus Leidenschaft gehabt. Also so ein Geschichtszahlenwettbewerb, wenn es den mal gibt zwischen den Parteien, da könnt ihr mich hinschicken. Was steht bei dir heute noch an? Ja, heute ist noch ein voller Tag. Die Sondersitzung des Bundestages steht bevor. Deswegen mache ich mich jetzt auch gleich auf in den Bundestag zur Fraktionssitzung. Aber mein Team freut sich bestimmt, wenn du noch einen kleinen Moment Zeit auf einen Kaffee hast. Also komm doch gern mit. Na, gerne doch, Philipp. Super. Danke dir. Danke ja, für das Gespräch. Vielen Dank, Lara. Bis Ciao. Dann.